Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Xenoverse. Wir kämpfen uns gerade durch den Tempel durch. Und hier ging es gut voran. Dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Hier muss ein neues altes Leben pflanzen. Den Tempel will ich jetzt auch mal eine Chance benutzen.
Das ist also der alte Samen, den man einsammeln sollte. Dass ich dann vorher nochmal hier reingeschaut habe. Dass ich jetzt nicht gewusst, was man da machen soll. Lösbaren Rätsel. Hatten Julian das Tempel seit Millennia geschützt, während ein Fremder wie du sie gelöst. Da Kasam ist seine Pflicht, sie ihn zu besiegen. Der scheint hier aber nicht kontrolliert zu werden, oder? Der redet zumindest normaler als der andere. Ich dachte schon, ich müsste noch mit einem Obsolid nachsetzen. Okay, er wurde doch besessen. Du hast mir Kraft gegeben. Ich habe versagt, Meister. Chalion war auch der Pflanzenstarter, oder? Der hat mir jetzt nicht genommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der das ist. Thank you.
Diese verdammten Sentinels waren eine reine Zeitverschwendung. Wir können keine Zeit mehr verschwenden, Kay. Ich muss das bis zu Ende durchsehen, zwar schnell. Ich sehe, haben wir einen Besucher. Daddy. Was für eine Überraschung, Kay. Wer verdammt nochmal bist du und was tust du hier? Ohne Down. Rest ist ein heiliger Ort, weißt du? Sieh du ein Kind sehen. Große Ahnung. Ich soll ein. Du schreist schon eine Menge dafür, dass du so vor dem Kardinal bist. Von deinem Vater, durchdacht von deinem Vater, sie in einem Tempel zu haben. Er hat uns erlaubt, das Casino Gate hier zu öffnen. Das ist ein so exzellenter Landlord. Der die Landlord sollten wir dir nicht helfen. Zu sein, war etwas Hilfe von außen nötig, um ihn inkorporieren zu lassen. Dies mag dieses große Rade von Xenovers. Mit seiner Melodie hat es jeden verzaubert, der im Tempel stand, selbst den Kardinal. Damit können wir nun unseren Plan umsetzen, die X-Energie zu bekommen. Wie auch sei, das Kind würde selbst Verträge mit dem Teufel machen, um seine Macht zu erhöhen. Gerade ist er in einem Portal und sucht danach der dunklen Energie für uns. Laut unserem Plan sollte er dann bald rauskommen und hat die 10 Dimension beide Energie. Zwei Außerwelte sind besser als eine, stimmt's nicht zu, Kay? Wie dem auch sei, es gibt ja nicht viel, was du hier tun kannst. Selbst wenn du diese Savages aus dem Zauber befreien kannst, würde unser Plan immer noch ein Erfolg sein. Angenommen, dass du eine Chance gegen Skusada hast, natürlich. Okay, ich bitte dich an, bitte du etwas, ist das Pokémon, was mein Vater so macht. Oserade beseitigen ihn.
Menschen. Es kann sein, dass er es nicht gefangen hat und das ist deshalb. Man kann es also fangen. Ich war mir jetzt unsicher, weil das ja dem Trainer gedient hatte, aber anscheinend hat er es selbst nicht gefangen. Thank you.
Scheinbar hast du ein paar Fortschritte gemacht seit unserem letzten Treffen, aber du wirst unseren Fortschritt hier nicht aufhalten. Während du dich um das Roserade gekümmert hast, war unsere Operation ein kompletter Erfolg. Nun? Großartiger Job, Trey. Wir haben nun die Xenoverse Energy in unseren Händen. Hast du irgendeine Zweifel, Alter? Ich fühle eine unglaubliche Kraft in mir. Nichts und niemand wird mich nun aufhalten. Das ist nicht genug, ich möchte mehr, mehr. Okay, beruhig dich mal. Was wir getan müssen, ist getan. Nun gehen wir zurück in unser Versteck. Ja. Glaubst du etwa, ich gehe wieder ins Versteck, nur weil dich darum bittest? Okay, du bist immer noch ein Kind, das halt nicht hört. Ich kann nicht ablehnen, dass ich positiv überrascht bin. Ich hätte nie gedacht, dass die Energie dafür sorgt, dass du kooperierst, auch in einzigartigen Wegen. Ja. Ja. Schluss mit dem Smalltalk, Alter. Ich bin fertig mit diesem Ort. Was du müsstest kämpfen, sei nicht albern. Wenn du glaubst, dass mich diese Kraft überwältigt, bist du falsch. Ja, diesen Körper als Hülle zu benutzen. Ich, ein großer Alter, werde der Stärkste von allen sein. Wenn ich hier aufhalte, dann bist nicht du. Sabolt, wer sagt denn noch rauszukommen? Es ist nicht wert, Energie gegen diese Schwächlinge zu verschwenden. Er hat noch einen weiten Weg vor sich, um ein faires Matchup zu verlangen. Früher oder später werden wir uns wiedersehen, dann werde ich einen Kampf gegen dich akzeptieren. Bis soweit ist, mir eingefallen, stehe ich hier nur so rum und tue nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal, vorausgesetzt, dass es ein nächstes Mal geben wird. Okay. Ich habe dich hier reingezogen, da konnte ich nicht einmal helfen. Ich bin
verdiene deine Vergebung nicht. Nein, nur ein Falkling. Das ist drin. Mutig, ich? Glaubst du es wirklich, Kay? Danke für die netten Worte und ich werde sie wertschätzen, aber ich glaube, du bist zu nett zu mir. Dieser Trainer hat recht, nimm diese Komplimente, Sohn, du verdienst sie. Daddy, geht es dir gut? Spanne deine Seele, Uta. Ich bin noch in einem Stück. Ich sage, dass es was zählt. Es könnte tödlich sein, aber dank dir und diesem Kit war es es nicht. Dank mir nicht für alles, Kay. Er hat das große Rade besiegt, was sich in seinem Zauber hatte. War nichts als Anlass zu ihm. Dann sag mir doch mal, wer hat diesen Trainer hergebracht? Macht doch keine Ausreden, Vater. Ich hatte ihn als Dieb hergebracht, damit ich dein Lob haben konnte. Aber als dann Dinge schlecht liefen, hatte ich keine andere Wahl, als Hilfe von derselben Person anzunehmen, wie ich das antun wollte. Falsch ist dann, Hilfe zu bringen, wenn die eigenen Fähigkeiten nicht gut genug sind. Ja, deine original ursprüngliche Motivation zählt nicht, da du deine Fehler eingesehen hast und dein nicht geändert hast. Das war sehr erwachsen. Ich konnte nicht stolz auf dich sein, Mutter. Vater, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Da habe ich nicht so stark. Nach dem Ganzen werde ich halt von meinen Pflichten eine Pause machen, um die Zeit mit dir zu verbringen, okay? Ja. Okay, das ist dein Name, richtig? Ich glaube, es war nicht einfach auf den kleinen und heute aufzupassen, das werde ich zu schätzen. Wirklich, du hast gute Arbeit geleistet, den Fluch von dem Roserade zu brechen. Die Energien haben ihren rechtmäßigen Besitz gefunden, aber ich fürchte, dass es mit dem Kind anders ist. Würdest du dir was ausmachen, wenn wir die Unterhaltung anderswo fortsetzen? In der ganzen Nähe fühle ich mich etwas erschöpft und ich brauche etwas zu essen. Ich auch, ich verhungere. Okay, dann lass uns die Unterhaltung beim Festmahl fortsetzen. Etwas improvisiert, aber besser als nichts. Glaubst du nicht auch?
Mutter, könnt ihr uns bitte für einen Moment allein lassen? Okay. Ah, dieser Russ kommt mit mir. Okay, als der Auserwählte ist es deine Pflicht, sich der Situation bewusst zu sein. Zusammen mit dem Xenogate auf dem von der Zenith-Höhle, wo du deine Prüfung hattest. Ja. Die Anzahl der Tore, die Energie verloren haben, das liegt nun bei 2. Im Moment scheint das Xenogate von dem Kardinal von Borelis Town noch intakt zu sein. Dasselbe gilt für Auf Welken Falls, welches Luxron gewidmet ist. Und von dem wir Kardinals wissen. Deshalb hatten auch diese Gangrufen auch nur mein Tor, um mit Xenoenergie zu erlangen. Aber wie ich jetzt bereits gesagt habe, ich verstehe den Typen, der es extrahiert hatte, nicht. Er sah so aus, als wäre er komplett von der Finsternis übermannt worden. Und das ist schlecht. Diejenigen, die die Energie halten, sollen werden halt gegeneinander kämpfen. Allerdings, da du allerdings den Segen des Kardinals erhalten hast, ohne Abkürzung zu nehmen, bist du ein einziger Auserwählter. Deshalb ist es deine Pflicht, diesem Kind zu seinen Sinn zu helfen bei eurer nächsten Begegnung. Ich erschaudere dabei, dir eine so schwere Verantwortung aufzulasten. Aber gib nicht auf. Du kannst es schaffen. Ich weiß nicht, ob es der einfachste war für sie zu erreichen, aber es war definitiv das Praktischste. Kann es sein, dass der Shalan-Tempel auf ihrem Weg nach Vega City lag? Und das ist nur die Vermutung von einem Savage, aber urbane Zivilisationen haben mich noch nie interessiert. Willentlich oder unwillig, der junge Uta wird früher oder später die Fackel unserer Zivilisation sein. Das Kardinalsigma ist ein Symbol von dem Segen, welchen die vier Säulen auf Eldern von Luxvon erhielten. Und okay. Ich beginne zu glauben, dass die Entscheidung von dem Tempel Xenogate war nicht zufällig. Ich weiß nicht, ob es die einfachste, aber es war definitiv die am passendste. Es könnte sein, dass sie
der Schülertempel auf dem Weg nach Segan City war. Okay, den Part hat er ja schon gesagt. Ich bin mal gefragt. Jetzt ja, hiermit werden wir dann auch Schluss machen. Sehen, dass ihr auch weiterhin zuschaut. Sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.